So, da sind wir zurück. Eine neue Woche beginnt und neue Tagesaufgabe. Aufgabe ist es, Eliminierung mit einem Scharfschützengewehr zu machen. Ich denke mal, dürfte jedem klar sein, was damit genau gemeint ist. Aber natürlich zeige ich es euch trotzdem. Ich hoffe mal, dass wir es direkt hinkriegen, aber ich denke mal schon. Dazu gehe ich wie immer in Gruppenkeile, also fast immer in Gruppenkeile. So, warten wir erstmal, bis hier fertig geladen ist. Und dann wisst ihr Bescheid. Unten sind wir jetzt bei fast 11 Zahlen. Die gibt es erst bei 110 Abonnenten. Erstmal danke für den, der eben nochmal abonniert hat. Ich habe nämlich eben bei der ersten Aufnahme gehabt 105, jetzt 106. Wie gesagt, ich kann immer wieder nur Danke sagen. Und im Video selbst werde ich halt die nächste Zahl immer einmal sagen. Und wenn du wissen willst, wie du den Code knacken kannst, einfach unten in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich extra ein Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wie du den Code knacken kannst. Und falls Fragen sind, egal in welcher Form, einfach unten in die Kommentare reinhämmern. Aber ich muss sagen, bis jetzt gab es ja immer nur Positives. Und ihr wisst ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne jetzt abonniert. Weil ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Und wenn ich euch helfen konnte bisher schon mal, es ist ja ein Geben und Nehmen. So, wo gehen wir denn hin? Am besten direkt runter. Direkt ein Scharfschützengewehr finden. Und dann ab in die Zone. Und Gruppenkeile deshalb, weil klar, ihr könnt es auch solo machen, aber ich denke mal, Gruppenkeile ist es am einfachsten. Ihr habt halt mehrere Gegner, die in Anführungszeichen nichts machen. Ja, die Landung war schon mal total für den Arsch. Gehen wir mal von unten nach oben. Vor allem jetzt habe ich die Codierung noch mal leicht geändert. Immer noch ruckelt es leicht. Pass auf, jetzt finde ich hier keine einzige Sniper. Ich werde aber auch so lange suchen, bis ich eine gefunden habe. Und ich muss aufpassen, dass ich keine Tage so Dings. Sag schon. Wochenaufgabe anfangen oder so. Ach, da. Was ist das? Ach, die Zepperfalle ist doch wieder da. Dann nehmen wir erstmal die. Gluck, 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 gluck. Ich denke mal, Zone sollten wir hinkriegen, wenn wir jetzt direkt losgehen. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Hey Papa, fast der größte Fehler. Ist euch das auch schon mal passiert? Dass ihr hingegangen seid und habt aus Versehen die Fallschirme weggehauen. Das ist belastend, ey. So, machen wir uns direkt auf den Weg. Ich denke mal, Munition sollte soweit passen. Schuss. Könnte eng werden, aber wir sind ja noch nicht fertig. Aber ich glaube, Scharfschützenmunition droppen die auch. Das Einzige, was Gegner nicht droppen, Gruppenkeile definitiv nicht, ist, ich sag schon, Bazooka-Musik, ach, Musik, Munition. Ich glaube, Scharfschützen schon, aber sicher bin ich mir jetzt da auch gerade nicht. Ich weiß, ich habe die Kiste gesehen, aber ich will halt schon in die Zone, weil ich eigentlich volles Leben ist immer besser. Gerade gucken, ob. Ach, stimmt, S ist ja da. Achtung, Eimer. So, bauen wir uns hier mal noch hoch. Die Zone ist nämlich schon hinter uns. Wird doch. Jetzt sag nicht, ich komme nicht auf den Berg. Komm, put, 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 put. War jetzt kein Quatsch. Das wird eng. Das wird eng. Ah, doch.
Dann Mama. Das Paletten, ja. Nee. Und so weiter. Ich hätte mich jetzt auch sterben lassen können, da wäre ich halt noch schneller drüben gewesen. Aber mein Ego sagt mir irgendwie, nö. Aber noch sind wir nicht da, weil die Zone gibt ganz schön Gas, habe ich das Gefühl. Am besten wäre natürlich, wenn wir direkt irgend so einen Noob finden, der einfach nur dumm in der Weltgeschichte rumsteht. Ah, ich weiß noch, wo ich mit Fortnite angefangen habe. Da gab es ja noch keine Gruppenkeile. Da weiß ich noch ganz genau. Da war echt Scharfschützengewehrabschüsse, war echt der Grau schlechthin. Bis ich den mal hatte damals. Furchtbar, ey. Ja, wir sind ja schon fast in der Zone. Ah, der Berg ist natürlich außerhalb, war mir klar. Na gut, die werden eh noch da drüben sein. Natürlich nicht getroffen. Ah, no scope, Achtung. Nein, ich muss noch nachladen. Nein! Scheiß nachgeladen. Diese scheiß Angewohnheit, wenn du geschossen hast, nicht nachzuladen. Hallo, ich muss den Kill machen. Da springt der runter, der Affe. Da leckt mich doch am Arsch. Gleich kotze ich hier im Strahl. Nein, den hätte ich haben müssen. Hä? Der war doch drauf. Also so macht man's. So wie der Gegner das aber gemacht hat, nicht wie ich. Ah, ich war doch auf dem drauf. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Oh, nicht diese Vollspackus. Ja, du bist es. Hast toll gemacht. Ich will nichts. Ja, bin stolz auf dich. Du bist mein Held. Ich werde ja wohl einen dämlichen Kill hinkriegen mit dem Scharfschützengewehr. Bleib da stehen. Noch nicht mal Metz. Jo, da ist er doch.
Also eigentlich müsste ich jetzt aus der Runde rausgehen, weil ich will eigentlich jetzt keine Tagesaufgabe machen oder so, weil die will ich halt für euch hochladen. Ich muss gerade mal selber gucken, ich habe nämlich noch keine Ahnung, was es gibt. Also eigentlich würde ich dann sagen, das war's hier mit der Folge, beziehungsweise was heißt Folge, mit der Lösung. Wie gesagt, geht einfach in Gruppenkeile rein, probiert da euren Kill zu machen. Ihr habt halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Ist einfach einfacher. So, dann würde ich schon mal den Code sagen, die nächste Zahl. Das ist die Nummer 4. Code 4 also. In dem Sinne, viel Spaß mit den weiteren Aufgaben und haut rein.